Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2 hier bei Crush 4589. Weiter geht's mit weiteren Parallelquests. Wieder mal. Aber jetzt hoffentlich mit den letzten dreien, weil 24, 25, es kommt noch eine 26. Mission dazu. Und jetzt heißt es gegen Freezer selbst antreten und seinen Soldaten. Dafür gibt es einen doppelten Todesschlitzer. Ja, die erste Fähigkeit haben wir trotz ultimativen Finishers nicht bekommen. Aber wenn wir erstmal besser trainiert sind, dann wird es bestimmt noch einfacher zu bekommen sein mit der Zeit. So. Alles klar. Dann werden wir mal wieder versuchen, mit einem anderen Charakter zu spielen. Zur Abwechslung. Meteor-Crash und Todeshieb. Vielleicht sollten wir es mit einem der Skinyu-Sonderkommandos mal probieren. Oder einem der Pflanzenmänner. Ja, der graue Pflanzenmann. Zusammen mit, Vegeta. Und wo ist Nappa? Da ist er. Ja. Nappa. Machen wir mal das Team, Saiyajin. Aus der Saiyajin-Saga. So. Darf nur nicht die Selbstzerstörung nutzen. Sondern die andere Technik. So, Freezer gilt es zu besiegen. Alter, schon wieder so ein blöder Lag. Das hat mir dabei total die Übersicht gefehlt. Ey, was soll das? Na komm her, du. Ist das alles, mein Freund, was du kannst? Kannst du nicht mal richtige Kombos einsetzen hier? Der Meteor Crash ist zwar was anderes, aber trotzdem. So. Ist das alles? Was er kann? Naja, ist nichts Besonderes gerade. Also ich glaube, mit dem werde ich garantiert nicht mehr spielen. Aua. Heat-Detonation? Das war schon ein interessanter Angriff gerade. So, zumindest kann er sich auch aufladen. Der Kleine. So, die Technik hab. Die Technik gefällt mir da schon eher. So. Das waren alle. Ach nein, da sind noch welche übrig. 8 Kämpfe, hä? Huh? Da sind sie. Jawoll. Wow. Was zum... Muss aufpassen. Wenn die Ki könnten zur Neige... Also mein Gesundheit kann mir schnell zur Neige gehen. Alter. Die Schaden machen. Hier hinter der Wand, ne? Dass man die dabei auch jedes Mal so umringen muss, das gefällt, weiß mir zu missfallen. Alter! Chill mal! So, jetzt hier, komm her! Du bist mein hier! Also in Sachen Combo-Attacken ist er leider Gottes nur sehr schwach hier. Nein, lass das.
So. Die Kapsel M. Jetzt kommt es nur noch dran. Hm. Warum auch nicht? So, wo ist der letzte? Da ist ja noch einer übrig. Wo ist er denn? Anscheinend sind die beiden bereits mit ihm beschäftigt. Nee. Orion, komm her, du. Jawoll. Ja, nimm das. Ja, rate auch noch rein, Mann. Ha. Nein, nicht die Selbstzerstörung. Oh Mann. Das war knapp, ey. Vielleicht hat sich den falschen Knopf gedrückt, ich Depp. Mhm. Eine gute Abwehrtechnik wäre das eigentlich. Ein Ausdauerbruch hat der Bärster leider auch noch nicht mal. Also die Kombo-Technik ist wirklich sehr schwach. Okay. Nächster Feind. Freezer. Aber wir können dazwischen mein Freezers Orbit vorbei schauen, ne? Gehen wir mal rein. Oh. Ach ja, diese Mission. Ich weiß, was das ist. Wir müssen darauf achten, dass Krillin besiegt wird. Wo sind die denn da? Es ist aber zu. Ach, man kann trotzdem rein. Ja, warum nicht? Danke. Komm mit, Krillin. Aber wahrscheinlich wäre das zeitgemäß jetzt nicht mehr... Ist erst zeitgemäß nicht mehr ausgehen. Aber mal gucken. Mal gucken. Ich muss halt nur dafür sorgen, dass Krillin besiegt wird. Wow. Dann kommt halt zum Goku noch hinzu. Nimm das! Und dann konzentriert er sich viel zu sehr auf mich. Das kommt schon, sorgt dafür, dass Krillin besiegt wird. Es wäre besser gewesen, wenn ich keinen Partner gewählt hätte dabei. Aber mit dem Pflanzenmann allein hätte ich da auch kaum eine Chance gehabt. Krillin hat ja auch nur Level 15. Ja, ja, mach ihn fertig, mach ihn fertig, mach ihn fertig. Komm schon, mach ihn fertig. Ja, und jetzt. Das ist zwar ein bisschen blöd von mir, das zu sagen, aber was soll's. So, Son Goku. Oh, Super Saiyajin. Oh, oh. Los, weg davon. Komm schon, zeigt's ihm.
Oh ja, jetzt verwandelt er sich. Jetzt geht's los. Wo ist er? Und da hat er wieder seine Energie zurück. Ist ja nicht zu fassen. Und schon zeigt sie ihn. So, Goku hat Level 22 hier. Boah, ich hoffe, dass das sich... Come on. Jawohl, Treffer versenkt. Schöner Treffer. Komm schon, triff ihn. Jawohl. In der Luft erwischt. Come on. Oh. Komm schon. Mach ihn down. Okay, jetzt verwandelt er sich in seine volle Form. Na klasse. Und hat wieder seine volle KP. Okay, Gruppenenergiekapsel M. Jetzt halte ich mal alle wieder. Das ist der ultimative Kampf. Und neuer Unterstützer. Vegeta. Treffe ich ihn damit nicht? Alter. Dieser Lag schon wieder. Ich glaube, wie geht das am Leben bleiben dabei, ne? Oder? Aber ich glaube, der lässt sich nicht am Leben. Aua, ey. Ah, verdammt. So, jetzt kombinieren wir das mal so richtig hier. Oh, 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 oh. Hilf mir mal. Oh Gott, wie viel Schaden macht er? Ich glaube, den kann ich nicht besiegen, ey. Ich habe jetzt alle meine verdammten Energiekapseln verbraucht. Boah, hätte ich das mit einem anderen Charakter gemacht. Komm her! Verdammt, ey! Zeigt's ihm doch! Oh je, die Zeit! Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. So, jetzt reicht. Komm schon, zeig's ihm, Son Goku. Oh nein! Nein! Alter! Ja, ja, gut so, Nappa. Gut so, komm her! Nappa! Vegeta! Hallo! Komm mir mal einer helfen? Hallo! Danke! Braucht Zeit, Mann! Shit, dass ein Goku jetzt ausgerechnet auch noch tot ist. So, jetzt reicht's.
Ja, gut so. Das kriegst du. Sehr gut, der Angriff bringt es echt voll. Vor dem, wenn er voll aufgeladen ist. Oh Mann. Shit! Wie geht das jetzt down? Kann ich mich dazustellen? So, und jetzt! Jetzt haben wir es ihm. Oh je, nur noch 1,5 Minuten. Komm schon, zeigt's ihm. Greift ihn an. Greift ihn an mit allem, was ihr habt. Ultimate Finisher wird's nichts mehr. Ah, verdammt nochmal. Boah, das ist echt knapp. Und tschüss. Ja, mehr geht er nicht. Oh. Ich hab zu viel falsch gemacht. Und zu viel Zeit vergeudet. Also mit dem Pflanzenmann nie wieder. Niemals mehr wieder. Hätte ich das vorher gewusst. Der Pflanzenmann bringt kaum was. Aus Freezers Orbiter gerufen. Schon wieder? Was wollen die denn jetzt noch? Ich schätze mal. Nein, da war noch nicht hier. Hm. Energieschuss. Habe ich auch noch bekommen. Energiewellen-Kombo sollte ich mal einsetzen. Und aufgeladen macht, bringt das umso mehr. So, da. Begeben wir jetzt mal schnell zu Freezers Orbiter. Wenn wir schon dabei sind. Na komm. Hoffentlich bekommen wir jetzt mal dadurch das Zeitspaltei. Jetzt haben wir das von Mr. Satan. Von Oberältesten. Und Moment. Mrs. Satan, Oberältester. Und natürlich von der Capsule Corporation. Fehlt nur noch von Boo selbst. Und hier von Freezers Orbiter. Wollen wir mal sehen. Ob uns jetzt wieder. Wenn das Ganze wieder in den Kreis gelaufen ist, braucht uns ja wieder. Yep, Cooler selbst. Und wie? Macht das Kaisers 4. Zeigen wir es ihm. Puh, ja. Dann sollten wir vielleicht noch die Bananen-Parallel-Quests machen. Ich hoffe, ich bekomme diese ganzen Zeitspalteier auf jeden Fall zusammen. Das ist ja wieder der Rückwärtsschlag von dem. So. Ja, ja, komm nur her, du. Wow! Ich dachte, ich könnte den ausweichen. Du hast den perfekten Zeitpunkt ausgesucht, mein Lieber. Um mich damit zu treffen. Volle Kanne. Ja, aber ich habe auch einen guten Zeitpunkt ausgesucht, um dich mit meiner ultimativen Technik zu treffen. Oh, nein, 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 nein. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Na, warte. Und tschüss, Cooler. Ha. Was, Metal Cooler?
Oh! Okay. Durch das Training wird er dann irgendwann zum Metal Cooler selbst. So, Level 55. Elite-Anzug Genio-Kommando. Alles klar. Na also. Haben wir aus ihm jetzt Metal Cooler gemacht. Tja, hätten wir mit Freezer weitergemacht, wurde er dann bestimmt zum Mecha-Freezer. Jetzt bin ich wirklich der Stärkste im Universum. Das ist mehr als eine einfache Verwandlung. Ich habe zum ultimativen Wesen entwickelt. Ich sollte dir wohl danken, nur durch dich habe ich diese neue Macht erlangt. Und gutes Time, das ist für dich eine Belohnung für deine bisherigen Leistungen. Ich bin dein Bruder, okay? Muss mir nicht danken, sei es einfach ein Wildes, wo ich dich hältst. Okay, aber das Zeitspiel. Oh! Oh, jetzt muss aber das Ei endlich auftauchen. Hey, wie geht? Was geht? Ich meine, schönen Tag wünsche ich. Ist okay für dich, wenn ich rede? Schnabel gewachsen ist? Puh, da fällt mein Stamm von Herzen. Um ehrlich zu sein, kommst komisch vor, so für mich umzugehen. Aber sieh dich an, du klärst Anleiter rauf wie sonst was. Du bist auf dem Schiff voll angesagt. Ich gönn's dir. Und wo du schon mal hier bist, will ich dich um einen kleinen Gefallen bitten, wenn es nicht zu viel Mühe macht. Vor einer Weile habe ich eine echt leibhaftige Frau auf dem Schiff gesehen und dass doch nur Männer drauf dürfen. Sie hat gesagt, wenn ich ein lieber Junge wäre und den Mund halten würde, bekäme ich was Nettes von ihr. Einer solchen Schönheit konnte ich nichts abschlagen. Also habe ich ein Auge zugedreht und was Nettes bekommen. Aber das ist nicht bloß viel zu verraten, okay? Das ist schon lange her. Er muss nichts davon wissen. Jedenfalls hat sie mir das hier gegeben. Hier, sie selbst. Das verzerrte Ei! Was ist überhaupt für ein Ei? Ich mag es. Ich find's unheimlich, seit ich es habe versucht zu schlüpfen oder so. Ist das nicht schräg? Wer weiß, ob es überhaupt noch gut ist. Ich habe Spind gehabt, dass es wahrscheinlich schlecht geworden ist. Aber weil ich den Weg bekommen habe, konnte ich nicht einfach mit irgendwen darüber sprechen, wenn mir sicher du verstehst, dass du willst helfen oder ich. Es muss stimmt leise aus meinem Leben verschwinden. Ich kann niemandem trauen außer dir. Ist das eine Erleichterung? Das Ding endlich los zu sein. Du kannst mir nicht vorstellen, wie er schon auf den Herzen liegt. Du lügst mich, findest du auch doch nicht um, oder? Wir sind doch Freunde. Natürlich nicht. Keine Sorge, ich tue dir schon nichts, mein kleiner Freund. Gold Freezer? Okay. Nicht Mecha Freezer, sondern Gold Freezer. Kannst du zwar mich zum Narren zu halten, ich verspreche, dass Stücke springen, wenn das, was ich tue. Oh, oh, der hat eine riesen Wut auf mich. Klar doch, weil ich habe ihn für seinen Bruder hintergangen. Der jetzt zum Mecha-Cooler wurde. So, nochmal alle Attribute boosten. Schon sind sie alle auf Level 39. Stufe 39. Level 39, mein Gott. Ah gut, aber ich kann auch mal die neuen Klamotten mal betrachten. Gitarren zu Genio-Kommando. Ach so, das schon wieder von Jacko. Den Jacko-Anzug möchte ich gar nicht tragen. Der sieht mir einfach zu scheiße aus. Auch wenn er die Werte noch ganz so gut erhöht. Nein, danke vielmals. Nein, danke, mein Herr. Da bleibe ich erstmals bei den Trainingsanzug, bis dass ich endlich mal was richtig Gutes gefunden habe, das auch schön alle Werte erhöht. Und auch noch ziemlich stylisch aussieht. Na schön, zurück nach Canton City. So. Zum Empfangsbereich bitte. Ja, natürlich, bitte. Lass mich da hin. Okay? So, sonst müsste jetzt alles in Ordnung sein. Alles klar. Eine weitere Quest für mich ist Kaisers Bruder. Okay, gegen Freezer und Bruder. Freezer und Cooler. Ja, sein Bruder Cooler. Uah, also nie wieder werde ich mit dem Pflanzenmann spielen. Ich habe gemerkt, dass der nichts wirklich bringt. Ich habe ja schon... Ich habe ja nur ungefähr denken können, wie die Mission nochmal abläuft. Tja, wenn wir schon dabei sind, nehmen wir wieder... Oder diesmal bleiben wir doch bei mir mit... Als Partner dieses Mal doch,
Tja. Yamchu? Ja, ein richtiges Erdenteam. Erdlingsteam. Und mit Krillin. Okay. Ah. So. Muss schön im Bilde sein. Okay. Dann mal los. Des Kaisers Bruder. So, mit Son Goku als Partner. Okay. Blieb da jetzt plötzlich da stecken? So. Und war das Urknall kam. Ja, ja. Treffer versenkt. So gut wie. Jetzt kommt nämlich noch Cooler dazu. Daneben. Oh oh. Shit, das muss ausgehen. Ihn treffen. Wow. Damit hätte ich nicht gedacht, dass das kombinieren kann. Oh yeah. Und kommt schon. Ach, Schluss mit Freezer, Herrgott. Nochmal, der trifft ihn gar nicht. Nur weil er geworfen werden musste. Ach ja, wann stirbt er endlich? Gut, dann müssen wir uns also als erstes anscheinend um Cooler kümmern. Gut, dann komm her. Ja. Scharfer Kantpanzerauge. Keine Gnade für dich, Mann! Hör auf, um Knall zu winseln! Fahr nicht darauf rein, Mann! Das ist bloß ein blöder Trick von dem. Oh Mann, du Depp. Na komm schon. Ja, jetzt kommt Cooler wieder zurück. Und verwandelt sich bestimmt dazwischen. Ja, jetzt heißt es gegen Cooler selbst antreten. Also Cooler in seiner finalen Form. Damn. Oh, da hat er mich hart getroffen, der Gute. Alter. So. Ah, jetzt muss ich zuerst mal Freezer umbringen. Oder wen jetzt? Ja, Freezer. Und jetzt! Okay, was jetzt? So, Goku verschwindet. Wir haben noch Cooler vor uns. Ja. Sind beide jetzt tot. Und was jetzt? Finisher? Nein, bitte sag mir nicht, dass es zu Ende ist. Nein, zum Glück nicht, ey. Metal Cooler. Oh oh. Lauter Metal Coolers. Kommt her hier. Schmeckt das? Ich würde die ganze Zeit diesen Ausdauerbrecher einsetzen, aber irgendwie reagiert er nicht darauf. Aber jetzt, zack. Treffer versenkt.
Und tschüss, der erste ist schon mal weg. Der zweite Fall zugleich. Ich glaube, wir haben schon benötigt etwas Heilung. Deswegen, bitte sehr. Und jetzt, zeigt's ihnen. Alter. Mach den, macht sie fertig. Jawohl. Gut gemacht, Colleen. So. Komm schon, bring's zu Ende. Jawohl. Nice. Hoho. Geistesexplosion. Okay. Nice. Läuft bislang. Wenn's läuft, dann läuft's. So, eine Parallelquest ist nur noch übrig. Der Sippenkrieg. Verrückter Fingerschuss. Okay, gegen Freezer, Cooler und Son Goku. Na, ich wollte das eigentlich in diesem Part machen, aber dafür werden wir dann im nächsten Part, sobald diese Parallelquest vorbei ist, dann gleich mit der Story weitermachen. Und wie immer, wenn es dir gefallen wusste, bitte dies zu bestätigen, mit einem Daumen nach oben. Und es ist ja beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush for the Fake 89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute!